La 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 la. Hallo. Und willkommen zurück zu Stardew Valley. Das war awkward. Tut mir leid. Nee, eigentlich nicht. Wir haben als Belohnung, dass wir gestern ein neues Bündel im Gemeinschaftshaus abschließen konnten, eine Käsepresse bekommen. Oh, und ein Gewächshaus, aber... Gewächshaus. Wir haben ein Gewächshaus bekommen, Leute! Oh, ich bin so gespannt, was ich mit dem Gewächshaus alles anstellen kann. I was never at that point in this game. I never went so far. Warum rede ich jetzt schon wieder die ganze Zeit Englisch? Es tut mir so leid, ich gucke einfach nur noch englische Videos und englische Let's Plays und Livestreams und englische YouTuber und bin deswegen tatsächlich mit meinem Kopf ein bisschen am Struggle. Also ich meine, ich bin mit meinem Kopf immer ein bisschen am Struggle, to be honest, um ehrlich zu sein. Aber ja, vielleicht hilft euch das ja auch ein bisschen, zu sehen, wie so ein Sprachlegastheniker wie ich in der Lage ist, trotzdem andere Sprachen zu lernen. Hündchen! It's a chicken! Ich habe mir immer mal überlegt, ob ich nicht YouTube-Videos so beidsprachig machen soll. Soll heißen, ich gehe halt so wie hier durch die Gegend und brabble auf meinem Denglisch vor mich hin und übersetze das denn die ganze Zeit. So dieses to be honest, um ehrlich zu sein. Looks like, sieht aus wie. Also immer diese ganzen Floskeln, die ich benutze und die dann immer gleich ins Deutsche zu übersetzen. Ob das irgendwie jemandem was bringen würde, weiß ich halt nicht. Aber ich glaube, das könnte ganz interessant sein, um was zu lernen. Wobei ich bin jetzt nicht die Person, die anderen Leuten Englisch beibringen sollte. Meine Pronunciation, meine Betonung ist kacke. Hallo? Gerade sagen, muss doch mal was rauskommen. Ja, ne? Aber ich weiß nicht. Ich will euch wenigstens Mut machen, dass ihr das ruhig mal angehen könnt. Also das beißt nicht. Sprachen lernen, das beißt nicht. Wirklich nicht. Ist nicht schlimm. Wenn ich es hingekriegt habe, Englisch zu verstehen, dann könnt ihr das auch. Sprechen ist eine ganz andere Geschichte. Kann ich fließend, so wie ich für längere Zeit Englisch gehört habe und dann auch in gewissen Bereichen, also ich spreche sehr viel Design, Business English. Das bedeutet die ganzen Begriffe, die man im Grafikdesign, in der Malerei und so weiter und so fort nutzt. Die sind mir sehr geläufig und da fühle ich mich auch sehr zu Hause mit. Wir gucken gleich. Ist hier alles sauber? Ja. Aber ja, das war es dann auch schon. Oh, so schön. Oh, kann ich den hier halt einfach anpflanzen? Ja! Auch so ein Winter. Ja! Gut. Krass. Schön. Ja, Mann. Das ist cool. Irgendwas konnte man damit noch machen mit dem Gewächshaus. Ich weiß gar nicht, aber gab es doch irgendwas ganz Besonderes, das man da ausnutzen konnte? Da bräuchte ich aber auch wieder Rasensprenger und all sowas. Gar nicht so einfach. Gucken wir mal, woran wir als nächstes Hand anlegen könnten. Den Tresorer könnten wir zum Beispiel mal angehen. Also ich mache mir jetzt meine Seeds ja selbst. Klar, im Herbst brauche ich dann nochmal was, aber bis dahin habe ich auch wieder ordentlich Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag Kohle, Kohle, Kohle. Ich mag Kohle so gern. Ja, wer mag keine Kohle? Kohle, hallo Tiffy. Ich will da nur rein, Tiffy, danke. Entschuldigung, Kohle kostenlos. Ja, was soll das bloß? So und so. Fangen die jetzt an, hier zu futtern? Verbrauchen die hier gerade? Wir haben kein Heu mehr, ne? Oh, ihr fangt an, das zu essen. Das breitet sich hier auch nur so semi aus. Dann müssen wir ein bisschen Heu kriegen hier. Ich muss das ja ein bisschen ausdünnen jedes Mal. So, dass es noch nachwachsen kann, aber... Ne? Ist ja nicht viel Heu. Eieiei, oi, oi, oi. Dann kann das sich hier wieder ausbreiten. Hier fresst ihr ja auch fleißig jeden Tag was weg. Frühling halt auch super schön aus hier. Ja, muss ich echt noch mehr anpflanzen. Ich muss noch mehr Gras anpflanzen. Das geht ja gar nicht sonst hier. So, da kommt noch der Käse. Zack, zack. Ja, und die Käseproduktion jetzt läuft richtig gut. Ach, jetzt mache ich noch Mayonnaise.
Boah, das ist ja mal ein richtig geiler Käse. Geiler Käse. Ich glaube, in das Gewächshaus konnte man sehr viele Obstbäume irgendwie platzieren. Darf ich da mal durch? Soll wohl auch irgendwie sehr gewinnbringend gewesen sein, das da zu platzieren. Bin's mir aber gerade nicht sicher. Ja, ich weiß, Tiffy. Ich weiß. Tiffy, geh weg. Tiffy. Tiffy, Mama muss doch mal durch jetzt. Tiffy mobbt mich. Haha, Thema Mobbing. Habe ich eine geschickte Überleitung geschaffen? Ja, das bin ich, das Überleitungsgenie. Wollte jetzt keine geschickte Überleitung dort erzeugen. Thema Mobbing, ich habe sehr viel gelesen in den Kommentaren. Das war auch wieder sehr herzzerreißend, sich das anzutun, sich da wieder reinbegeben zu müssen in die verschiedenen Geschichten. Und seid euch sicher, ich kann das sehr gut nachempfinden. Also ich weiß, was es heißt, physisch gemobbt zu werden, soll heißen halt verprügelt zu werden, geschubst zu werden. Also bei mir war in der Schule war da so mehr der Trend so, hey, wir schlagen hier mit dem Atlas auf den Hinterkopf. Mal gucken, ob das einen Schaden hinterlässt. Haha, witzig. Aber ansonsten bestand das Ganze halt bei mir hauptsächlich aus sehr, sehr unflätigen Schimpfwörtern und Spitznamen. Also, das waren wirklich vor allen Dingen so die Spitznamen. Hier, guck mal, hier kommt wieder, ne? Das war, aber die waren nicht, das waren wirklich nicht das, was man jetzt erwartet von Kindern, so recht harmlose Sachen, sondern das war wirklich schon, also ihr kennt doch meine Art zu fluchen, oder? Ihr wisst doch, wie ich fluche. Na, ihr wisst doch, was für Wörter ich von mir gebe, wenn ich fluche. Das war ein feuchter Kirich im Vergleich zu dem, was ich mir anhören musste, wie man mich betitelt hat. Welche Namen man mir gegeben hat. Das war wirklich... Also das... wirklich ein massiver Unterschied. Es war... strong language. Sehr starke Sprache. Aber das war schon ein bisschen beängstigend auch, dass Jugendliche in der Lage sind, so etwas von sich zu geben. Und ließ Bände, sprach Bände und ließ darauf zurückschließen, wie man mich mit meiner Krankheit gesehen hat. Also es waren halt immer so Spitznamen von quasi so Krankheitsspitznamen im gewissen Maß, die man mir gegeben hat. Die hat doch bestimmt das und das und so nennen wir die jetzt ab sofort auch. Und das bedeutet, die haben halt komplett... fern jeglicher Realität, was in Wirklichkeit war, sich quasi mehr oder weniger in ihrem Köpfen ausgemalt, dass ich doch voll so abartig bin und was für abartige Krankheiten ich doch haben muss. Das war sehr verletzend, weil ich halt gleichzeitig, wie gesagt, am Anfang stand es halt so, okay, ja, das sind die, also sie könnten, ja, das könnte Leukämie sein. Ja, das sieht nicht so gut aus. Wenn du damit halt leben musst und du kommst dann mit so einer noch nicht gefällten Diagnose, sondern hey, man weiß es noch nicht so richtig, ja, mal gucken. Man kommt dann in die Schule und erhofft sich irgendwie, dass, keine Ahnung, ein bisschen Normalität, ein bisschen Stabilität. Und du kriegst das dann an den Kopf geklatscht. Das war schon recht schwierig. Es war sehr schockierend. Ich war dann sehr gelähmt davon. Also mich hat das Mobbing in der Schule gelähmt. In meiner Entwicklung, in meinem Sein, in meiner Persönlichkeit. Und das war sehr langanhaltend. Ich habe sehr lange damit zu kämpfen gehabt. Ich habe diesen lähmenden Prozess, ich glaube, 3-4 Jahre mit mir herumgeschleppt. Und es hat meine Denkwege verlangsamt, weil ich einfach so schockiert von meiner Umwelt war, von der Welt um mich herum, von den Dingen, die mir passiert sind. Warum mir ausgerechnet auch das noch? Und ich keine Möglichkeit hatte, auch meine Socially Awkwardness zu überwinden, denn dafür musste ich ja sozial mit Menschen interagieren. Die wollten das aber nicht, die wollten mit mir nichts zu tun haben, die wollten nicht sozial mit mir interagieren. Es war sehr unangenehm und schwierig. Und all das hätte ich vermeiden können? All das hätte ich vermeiden können, hätte ich Nein gesagt. So blöd es klingt, diese Lähmung in meiner Entwicklung und in meinem Voranschreiten und meiner geistigen Entwicklung ist sehr stark auch darauf zurückzuführen, dass ich keinen Schritt gewagt habe in keine Richtung und nicht gesagt habe, dass ich das nicht möchte und dass ich das nicht will. Ich habe es hingenommen. Damit kommt man halt leider dann doch nicht so voran. Manchmal ist Passivität sehr heilsam und sehr hilfreich. Wir müssen Pam heute noch beschenken.
passiv bedeutet auch ganz oft, keine Angriffsfläche zu bieten. Aber wenn man angegriffen wird, die Fläche zu vergrößern, ist nicht so smart. Obviously, was? Ah, ich will noch einen Blumenstrauß. Eigentlich hätte ich noch gerne mehr Obstbäume, aber ich möchte das mit dem Abbezahlen echt bald mal machen. Hallo, Carolin. Vielleicht hole ich etwas aus der Kneipe zum Mitnehmen. Hallo, Elliot. Ich bin einfach keine Inspiration, um meinen Roman anzufangen. Kann ja leider auch nicht helfen. Ich kann ihm jetzt auch schlecht Kaffee geben. So, hier, Inspirationskaffee. Na, ist Abigail. Hi, Abigail. Halt, ich wollte mit dir reden. Warum kann ich nicht mit dir reden? Da ist Pam. Pam bekommt ein Bier. So, Pam. Oh, du hast dich an meinem Geburtstag erinnert. Ich bin beeindruckt, danke. Penny sagt, ich verbringe zu viel Zeit allein in der Kneipe. Ja, verbring mal lieber Zeit mit mir. Hey, Alex. Die Luft wird langsam wärmer. Ich bin aufgeregt. Na, dann kannst du mehr Sport machen. Kann ich dem irgendwas Gutes tun? Glaube nicht. Eine Wurzelpalette ist jetzt, glaube ich, nicht so das, worauf er Bock hat. Ich wühle mal vor ihren Augen nicht im Müll. Das könnte sonst unangenehm werden. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie der unseren eine Bibliothek zu haben. Das stimmt. Da war ich ja schon wieder lange nicht drin. Und das, obwohl es dort... Oh, hat er was gesehen? Nein, alles gut. Kann ich vielleicht noch ein Häschen kaufen? Ich weiß nämlich gar nicht. Kann ich noch ein Häschen kaufen? Ich meinte, ich hätte noch Platz für ein Häschen, ne? Noch Platz für ein Häschen? Ich habe auch noch andere Tiere, deswegen weiß ich das gerade gar nicht. Nee, ich kann gerade kein Häschen kaufen. Toll. Frau Penny bringt mir bei, wie man in Schreibschrift schreibt. Oh, hoffentlich kann sie mir das auch mal beibringen. Das kann ich nämlich nicht. Wenn du Louis einen geschmacklosen Streich spielen willst, dann gib ihm Quarz. Er wird dir das aber vielleicht nicht verzeihen. Jeder hat so seine Macken. Oh mein Gott, der hasst Quarze. Was ist denn an Quarz jetzt so schlimm? Ein hübscher Quarz. Ein hübscher Quarz. Ein Quarz. Hallo, ein Quarz. Alter, ich bin so süchtig, danach Lachsbeeren zu sammeln. Er ist nicht mehr feierlich. So, 18 Uhr. Dann hat Shane Schluss. Dann könnten wir ihm... Also er müsste jetzt Schluss haben. Dann könnten wir ihm noch Blumen schenken. Er lief doch abends eigentlich immer hier so herum. Glaube ich. Weiß ich nicht. Shane! Shame! Shame! Blubnachliche. Haben wir noch offen? Tatsächlich. Shane? Sieht aber schon so aus, als wäre hier so zur Hälfte Schicht im Schacht. Na gut, ich kann da auf keinen Fall einkaufen, ne? Egal, was wir da für einen Sale haben. Oh, ist jetzt wieder so still, das Spiel. Manu, oder blubbert was? Ob da ein besonderer Fisch wäre, wenn er was blubbert? Ich könnte ja gucken. Hab aber keine Lust. Mit dem Angeln machen wir die Tage noch. Na, Shane ist schon hier. Blumen! Das nehme ich gern an, danke. Ich wusste nicht, dass du auch so empfindest. Mm-hmm. Ist immer noch so voll so schüchtern, ein bisschen awkward. Ja, also, Lust mit mir zu reden. Ich denke, ich glaube dir. Vielleicht bist du so seltsam wie ich. Ich bin seltsam. Das stimmt schon ziemlich. Ich bin schon ziemlich seltsam. Kann man jetzt nicht leugnen. Ist hier heute irgendwas Spannendes? Pastinakensuppe. Lecker. Teuer. Pizza. Gut, wir können jetzt auch kochen. Tortillas Pizza klingt halt voll gut. Pfannkuchen. Ja, Pfannkuchen, das Rezept. Das hole ich mir mal. Ansonsten gehe ich jetzt ins Gemeindehaus und gebe Geld aus. Ne? Muss man auch mal machen. Man muss auch mal ins Gemeindehaus gehen und da auch mal Geld ausgeben. Willst du da noch Häschen und so kaufen, eventuell, vielleicht? Ich glaube, man konnte noch mehr... Irgendwas gab es noch anderes. Ich glaube, man konnte irgendwie noch so Dinos haben, ne? Dafür muss man irgendwie Dino-Eier ausbrüten. So, wir gehen jetzt mal zum Geldspeicher. Der... ist hier. Wir nehmen erstmal das Bündel kaufen. Und wir bekommen dafür Schokoladentorte. Und wir nehmen... Oh Gott, das ist zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Aber das kann ich mir kaufen. Dafür bekomme ich Qualitätsdünger. Oh, das kann ich mir noch kaufen. Dafür bekomme ich einen Blitzableiter. Ja, das andere kriegen wir doch auch bald hin. Ich habe eine Torte. Du hast einen Stupsi. Wir sind alle glücklich. Knupsi, wupsi, pupsi. Warum habe ich das gesagt? Just me.
Ah, hier ist das schwarze Brett, genau. Da müsste man dann auch noch Sachen abgeben. Haben wir zufällig irgendwas dabei? That could be possible. Können ja fast alles erledigen auch hier. Das mit der Hasenpfote, das war unglücklich. Granatapfel habe ich auch nicht. Äpfel habe ich halt auch noch nicht. Aber andere Sachen, also Schweine bräuchte ich noch. Dann könnte ich das erledigen. Das wird dann doch ein bisschen komplexer noch, dieses Pack. Ja, was bekam man dafür? Da ist es Entfernung des glitzernden Felsens. Hier bekomme ich Freundschaft. Hier wird der Bus repariert. Na, das will ich haben. Ja gut, ich weiß ja, wie du das dahin bringst. Ich kenne das ja, ich gehe da mal, ne? Muss jetzt ja nicht zugucken, ist ja schon spät. Muss ja denn nicht sein. Ja, aber an das Geld werden wir doch jetzt noch ohne Probleme kommen. Ich habe doch auch noch so viel Obst und Gemüse aufgehoben. Für den Fall der Fälle, dass ich halt ein bisschen mehr Kohle und so, ne? Dass ich die ganzen goldenen Sachen aufhebe, ist quasi immer so Investition und Spaß am Sparen. Weil wenn ich da oben einen großen Betrag Geld ziehe, neige ich dazu, ihn auszugeben. Das ist leider so. Deswegen habe ich immer mein PayPal-Konto, um mir irgendwelche Sachen zu leisten. Und fasse mein Konto, wenn es geht, nicht an. Besser so, glaubt mir. Bin diszipliniert, aber wenn ich mir was gönnen will, gönne ich mir was. Und leider ist das mit dem, oh, ich gönne mir mal was, viel schneller gesagt, als man denkt. Das kommt jetzt noch daran, wobei das kommt eigentlich in die andere Kiste. Ja, wir müssen noch mal raus. Ich hab da Käse drin, ne? Was ist denn da Käse drin, so ein Käse? Den Kuchen. Hatte ich jetzt hier noch Platz? Ich habe hier zumindest Platz für einen Kuchen. Nee, den Rest nicht unbedingt. Was gibt's hier noch Spannendes? Wir können jetzt tolle Pfannkuchen herstellen. Weizenmehl und Ei. Ein Stapel luftiger, weicher Pfannkuchen. Ich weiß halt nicht, ob ich... Also die will ich halt lieber nicht verarbeiten, weil die sind ja voll krass, diese Eier. Kann ich dann damit hochwertigere Nahrung kochen, wenn ich die nutze? Hier könnte der Käse rein. Ist die Nahrung dann hochwertiger? Ich muss mir das unbedingt durchlesen. Ich muss mir das mal ganz genau angucken. Das Eichenharz nehme ich auch gerade erstmal wieder heraus. Pack es hier rein. Bin immer nicht up to date, was das Ganze angeht. Ich glaube, so viel werde ich einfach selbst nicht herausfinden. Es ist so, oder? Ich werde das nicht alles einfach mal eben so schnell herausfinden für mich. Ich werde mich schon anstrengen müssen. Ach, du sollst hier nicht wachsen. Ich werde wohl lesen müssen. Ich habe dann keine andere Wahl. Bisschen Bäume fällen ging auch wieder. Der fällt garantiert ins Wasser. Nee. Wow. Ist ja unglaublich. Warum wachsen die eigentlich immer am Wasser? Das finde ich nicht nett hier. Lass mal da rein. Das kann da rein. Das hätte ich in die andere Kiste packen. Achso, das habe ich auch gerade erst bekommen. Dachte schon, ich habe wieder was verbaselt. Hier kommt da rein. Ja, dieses Bündel und das hier, aber ich habe keine Äpfel. Ja, muss warten, bis der Apfelbaum gewachsen ist. Ja, Eile mit Weile, ne? Nein. So. Also, silbern. Silbern. Alter, ich habe so viele Krokusse. Silbern, 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 silbern. Sonnenblumen waren immer gute Geschenke. Also, ich habe zumindest Sonnenblumen gerne verschenkt. Mir noch irgendwas Silbernes. Silbern. Wollte ich auch aufheben, falls ich damit wieder mal was Besonderes machen möchte. Und alles bringe ich immer auf 10 Goldis runter, damit ich einfach noch ein bisschen Vorrat habe. Oder wenn ich was verschenke, dann nehme ich halt auch gerne mal ein Goldi. Ja, das ist alles jetzt recht weit runtergeschöpft auf diesen Betrag. Pilze brauche ich noch, auch zum Kochen und so, pfeife ich drauf, was es dort für Qualitätsstufen gibt. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Weg, weg, weg. Ach komm, weg damit. So, Gras. Ja, die fressen mir das ja nur wieder weg, wenn ich das hier so offensichtlich anbaue. Ich hatte hier unten doch eigentlich schon ein bisschen wieder angefangen anzupflanzen, ne? Dann mir das hundertprozentig wieder alle weg. Hier kann sich das ein bisschen ausbreiten, hoffe ich. Bisschen wenigstens. Nicht, dass die Entchen gleich wieder alles klauen.
Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Glaubt, dann hätten wir es für heute auch wieder. Haben wir es geschafft. Schön. Ja, kochen kann ich, das kann ich. Ich würde gerne mal... Oh, Kätzchen. Oh. Ich würde ja gerne noch ein bisschen effizienter vorangehen, aber irgendwie sehe ich das aktuell gerade noch nicht mit der Effizienz. Leute, es war mir wieder eine Freude. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht mit euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Stardew Valley. Und ich hoffe, ich kann heute Abend ein bisschen Stardew Valley am Stück aufnehmen. Das mache ich ja normalerweise, dann bin ich ein bisschen organisierter. Aber das konnte ich die Woche halt einfach nicht. So viel Stress.